So, wir sind am Ende des zweiten Tages des BWBV, der BWBV-Fachtagung. Heute war der Barcamp-Tag. Neben mir steht Arndt Bertelsmann. Herr Bertelsmann, sind Sie zufrieden mit dem Verlauf dieser Tagung? Ja, ich bin sehr zufrieden, aber nicht im Sinne von selbstzufrieden, sondern weil ich viele positive Meinungen, Zusprüche von Teilnehmern bekommen habe. Und das ist für mich insofern ein voller Erfolg. Joachim Höper war der Hauptorganisator und es war eine große Tagung mit weit über 100 Teilnehmern und das macht ja immer viel Sorgen. Joachim Höper, sind Sie ebenfalls zufrieden? Ich bin auch sehr zufrieden. Für mich war sehr spannend, wirklich die große Beteiligung zu merken, auch den Spirit, der hier vorgeherrscht hat. Und auch besonders, als es darum ging, Session-Vorschläge zu machen, dass dort wirklich eine lange, lange Schlange war. Das war für mich als jemand, der das vorbereitet, auch ein Wagnis und ein Zittern, machen die Leute das alles mit. Aber ich bin begeistert von diesen Teilnehmern. Gab es für Sie ein Highlight auf der Tagung hier, Herr Bertelsmann? Ja, wir haben Barcamps ja schon im Unternehmen durchgeführt und ich denke, das ist auch ein gewisser Stimmungsbringer. Das heißt, es ist eine gelöste Atmosphäre. Man ist, wenn man nicht ganz doof und verquer ist, fast schon, es ist klar, man muss sich anlachen. Oh ja, viele freundliche Gesichter gab es heute wirklich. Das freut mich auch immer. Ja, dann wünsche ich Ihnen im nächsten Jahr wieder eine genauso schöne Tagung oder vielleicht noch schöner. Schönen Dank für dieses Interview. Gerne. Besten Dank.